Ja, moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns jetzt mal die nächste Demo an. Ohne lang zu schnacken, starten wir in Sinister Sacrifice. Wo wir keine Maus haben, sondern nur mit W und S durchs Menü steuern. Viel Spaß beim Zuschauen und schön, dass ihr mit dabei seid. Oh my God, I need to breathe. Gute Idee, Mann. Where is my inhaler? Okay, es startet und wir brauchen natürlich irgendwas. Wir müssen hier was suchen. Ja, da. Das hört sich so schwer. Space. Oh, viel besser. Sag ich doch. Brauch keinen Voice Actor, ich weiß selber, was die zu sagen haben. Ey. Oh Mann, ich hab schon wieder getan. Ich dachte, ich könnte sie mal mitnehmen, aber nein. Sass. Ein Funkgerät. Wo haben wir ein Funkgerät? Keine Ahnung. Nein! Todesurkunde. Das bestätigt den Tod von einer Rachel Kirk. Wurde tot zu Hause gefunden. Sie hatte einen Herzinfarkt. Okay. Ja, keine Ahnung, warum ich das... Strange coincidence. The day of my grandmother this is the same as my birthday. I think I won't celebrate my birthday anymore. Ah, okay, deswegen soll mich das interessieren. Das ist seine Großmutter gewesen. Jetzt im indischen Dialekt, glaube ich. What have brought me here? Also ich dachte, du wohnst hier. Du wohnst nicht hier. Das sieht aber auch eher aus wie das Bett seiner Oma. Schneiderpuppe und so. Das sieht alles sehr nach Oma aus. Pictures. Teufelsgeräusche. Okay. Das ist unsere Oma. Sieht ja ganz nett aus. 10. Okay. Kommen wir zurück. Escape. Egal, wir sind raus. Von der Steuerung ein bisschen eigensinnig. Ich kann dich doch auch einfach mit rechter Maus. Egal. Aber optisch macht das schon mal einen soliden Eindruck. Da geht nicht. Hallo, hallo. Ich komme hier nicht raus. Wer hat denn... Invertierte Steuerung. Wer hat denn so einen Kaffeebecher? Egal, das ist ja auch völlig egal. Das interessiert hier, glaube ich, auch niemanden. Das ist noch ein Kaffeebecher. Kaffee. Da darfst du auch kein Tee und nichts draus trinken. Da darfst du nur Kaffee draus trinken. Komm, gönn dir den Wein. Ich weiß nicht, was sollen wir hier sonst machen? Ich mache jetzt alle Kerzen aus und stehe dann dumm im Dunkeln. Ich glaube, das ist die beste Idee, die ich den ganzen Tag hatte. Na egal, jetzt habe ich ein Feuerzeug. Mit Tee. Hey, cool. Oh, als Kind wollte ich auch immer ein fliegendes Schaukelpferd haben. Weil ich habe nie eins gekriegt. Obwohl, das ist kein Schaukelpferd. Das ist ein Rollpferd. Ja, wahrscheinlich bist du darauf mal... Hui! Ist aber ganz schön schnell. Ich will auch so ein Teil. Damit reite ich zum Einkaufen. Irgendwie ist dieses Feuerzeug echt übelst nutzlos. Das will ich einfach mal so festgehalten haben. Alter, was für ein mächtiges Feuerzeug. Genauso nutzlos wie es ist, so mächtig ist es auch. I miss you, Granny.
kannte sie nicht. Vermisst sie nicht. Nein, natürlich ist es immer traurig, wenn irgendwie ihm seine Oma stirbt. Aber es ist nun mal der Lauf der Dinge. Omas sterben nun mal. Kann man nichts gegen machen, nein. Ich weiß, ich würde es auch nicht gut finden, wenn Menschen endlos leben würden. Wie voll wäre es denn auf dem Planeten? Es ist so schon voll genug. Wow. Jetzt bin ich im Schrank. Völlig neue Lebenserfahrung, Leute. In einem Schrank bin ich ja noch nie gewesen. Ja, aber jetzt geht's weiter. Hier eben auch schon zwei Türen? Hallo? Oma? Oma? Achso. What the heck is this? It just doesn't make sense. Wie gewonnen, so zerronnen. Ah ne, jetzt geht doch wieder. Alles klar. Oma? Oma. Ich mag deine komischen Rentner-Pranks nicht. Da sind überall Zombies. Komm zur Hintertür und wir lassen dich rein. Lauf! Jetzt! Also, so leid es mir tut, ich verstehe euch nicht. Wartet mal! Ist das ein Fernseher? So was Ähnliches zumindest. So was Altertümliches habe ich ja noch nie gesehen. Man hat auch nicht viel mehr Licht, das Ding. Das Spiel ist scheiße dunkel, Leute. I haven't seen these photos before. They are just like I found in the intro. Warum hat der Typ so ein geiles Echo? So ein cooler Akustik auf dem Dachboden. Das ist ja wie in der Kirche hier. Kollege! Wie wär's, wenn du dein Feuerzeug jetzt besser mal nicht wegpackst? Wie soll ich denn so das Schloss öffnen? Das geht nicht. Ich brauch Licht. Ich kann den Schalter ja nicht mal benutzen. Egal, ich gucke mich jetzt hier erstmal weiter um. Ich glaube, wir haben ja schon einen Teil der Kombination. 1946. Jetzt muss ich doch noch anfangen, mir das hier aufzuschreiben. Kann ich den Fernseher irgendwie drehen? Rätselmeister. Zwanzig Minuten später. Okay. Da muss man jetzt irgendwie auch erstmal drauf kommen. Da haben wir hier das Bild mit der 10. Ist ja auch schön und gut. Aber... es sind mehrere Bilder. Ich meine, oben stand ja auch eins von vier, aber ich dachte, es gibt insgesamt vier zu finden. Ich kann ja nicht ahnen, dass ich gleich vier im Inventar habe. So, aber egal. Man muss nur ein bisschen gucken, dann kommt man da schon drauf. Aber war jetzt nicht ganz einfach. So, 10. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt völlig egal ist, in welche Richtung wir den Scheiß hier drehen. Eine Stunde später. Ja, wie soll denn euer Scheißschloss hier funktionieren, Mann? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, wie man darauf kommen soll. Ja, völlig, völlig random ist das ja. 10, 90, 40, 60. Ich musste nachgucken, Leute. Ich weiß nicht, wie man auf genau diese Kombination kommen soll. Was haben wir hier? Ein Walkie-Talkie. Mit einer fetten Null drauf. Und, Stacheldraht drumrum?
Da haben wir Stacheldraht um das Walkie-Talkie. Ja, pack ein. Eins, kein Signal. Zwei. Ich weiß nicht, was es sein soll. Keine Ahnung. Drei ist detect. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Wer hat denn das geschrieben? Fünfjähriger? Search. Search. Null. Wie ändere ich die Frequenz? Search. Leute, da steht eindeutig Search. Wie konnte ich das bloß übersehen? Aber wie kriege ich den Kanal gewechselt? Ich habe keine Ahnung, Leute. F1, F2. Oh, nice. Ich hab keine Ahnung, wie euer Scheißspiel funktioniert. Hallo? Ich weiß es auch nicht. Dem Feuerzeug geht schon wieder nicht. Stell mich einfach mal in diesen Beschwörungskreis. 44, 43, 56. 38, 40. Hä? Misst das Ding die Distanz zu irgendwas? Ich weiß nicht, was das Teil ist, was das soll und... This walkie-talkie is really strange. Aber hallo. Was habe ich selbst getan? Hallo? Mr. Finger Wiggles. Was für ein Schmarne. Bin ich gescheitert? Muss ich normal? Mein Walkie-Talkie? Nein? I haven't seen these footages before. They are just like I found in the intro. Das ist ein Käse hier. Jetzt ist hier die 24. 38, 42. Verpiss dich. Geh in den Schrank. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Find euer Scheißspiel blöd. Ich halt's nicht aus. Du willst mich nur ärgern, du
Na, ich habe mich nicht geirrt. Jetzt ist die Tür nämlich wieder weg. Herr Nützig, sie muss wohin zu dir. Wo ist sie? Und jetzt? Kann ich hier irgendwas machen mit diesem Kreis? Ich reihe das Spiel null. Jetzt hatte ich vergessen, die Aufnahme weiterzuführen. Ich habe jetzt eine Pause. Musste Pause machen in der Aufnahme, weil ich hier echt rumgerätselt hatte wie so ein Irrer. Man musste das Asthma-Spray verwenden. Und nochmal Asthma-Spray. Das Asthma-Spray ist hier ein wichtiger Bestandteil der Spielmechanik auf jeden Fall. Ah, jetzt hier offen, alles klar. Da wurde die Weihnachtsgans zubereitet. Was soll denn da sonst passiert sein? Here's Johnny. Bin hier in den Schrank. Schränke sind echt todeslangweilig. Mach mal die Kerzen an hier. Nein? Nein. Ah, hey! Wie viele Geister gibt's denn hier? Hallo? Komische Geister, Oma? Bist du? Omi! Du gehörst mir! Sagt sie und schloss sich mit mir ein. Das ist der Hund schon wieder. Erstmal ein Hub Asthma. Dann geht schon besser hier. Hey, wer seid ihr denn? Ich will mein Feuerzeug. Wer spukt denn hier alles rum? Das ist ja das Who is Who des Scooby-Doo. Okay. Jetzt auf einmal. Der Hund macht kurz einen Prozess mit dem Geister, ey. Der Geisterhund zerfetzt die Geisterlady. Sehr gut hier. Was sich hier für Sachen abspielen. Guck mal, eine neue Tür. Nice. Geht sogar auf. Was für ein Luxus. Ey! Ey! Jetzt hau ich sie mir selber in die Fresse. Schnell, schnell, schnell! Bevor sie sich wieder anders überlegt. Selbst die Türen sind hier tricky, ey.
Was für eine Familiengalerie. Immer wieder dieselben Kratzen hier. Ayo! Bin ich scheiße auf hier. Wenn wir einfach wieder zurückrennen. Ja, wir kennen so einen Scheiß aus anderen Spielen. Jumpscare. Where is the door? Ja, weg. Ja. Standardprogramm hier. Wir kennen das hier alles. Wir kennen das hier alles aus dem FF. Der arme Hund. Das muss ihm wirklich nicht sein. Warum hat der denn eine Axt im Oh my, this is terrible. This used to be my dog. I remember now. Oscar? Und wer hat den mit der Axt niedergestreckt? Warst du das etwa? Jetzt reicht der Hund schon freigeschaltet. Demo beendet. Ja, von wegen Demo beendet. Ich muss hier nur entkommen. To be continued. Danke. Ich wollte gerade sagen, hat sich jetzt hier aufgehängt, aber ich glaube, mehr Credits gibt's einfach nicht. Ja, wie hat's euch gefallen, Leute? Ich stelle ja gerne immer mal kommende Horrorspiele vor, aber das hier sieht mal wieder nach so einem typischen zusammengewürfelten Standardding mit frickeliger Steuerung und so. Hat mich jetzt auch echt nicht gescared. Es fing gar nicht schlecht an. So die ersten 2 Minuten. Danach wurde es irgendwie... Bei dem Tresor wurde schon irgendwie dämlich, ey. Also, das, wie hätte man auf die Kombination kommen sollen und sowas alles. Aber darüber kann man noch wegsehen, wenn der Rest vom Spiel dann irgendwie gruselig und gut ist. Aber irgendwie nicht. Das habe ich alles schon viel zu oft gesehen. Ich brauche nicht das 100. gleiche Horror-Game. Aber wir haben es uns angeschaut. Wir wissen jetzt Bescheid. Und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.